Das bin ich, Linda. 7 Tage verbringe ich mit Erntehelfern. Mhm. Diese ist deine das hier? Reihe. Ja. Ah, sehr gut. Du arbeitest links Hand, rechts Hand. Ich steche mit rechts, glaube ich. Rechts. Ja. Jetzt muss hier, ne? Aha. Ich gucke. Jetzt muss Folie weg, ne? Mhm. Ich bitte gucken. Folie muss hier. 2 Hand. Ja. Erste weg. Okay. Später. Eine Hand genug. Eine Hand reicht, okay. Da muss nach oben, ich weg. Ja, mal probieren. Ja. Eine Woche harte Arbeit. Zu lang. Zu lang. Muss diese gucken, ne? Ja. Minimal erste, ne? Später hier. Ach, da hier. Ach so. Ich muss. Da ist die Markierung. Ach so, okay. Jetzt. Ah, gucken. Okay, probieren. 7 Tage lebe ich mit Menschen, deren Sprache ich nicht spreche. Keiner der Erntehelfer kommt aus Deutschland. Ja, okay. So ist gut. Ja, super. Wenn das hier ist an der Markierung. Ich frage mich, wer sind diese Menschen und wofür schuften sie? Und davon handelt dieser Film. Linde. Ja. Muss. Zur Seite? Nee, okay. Muss nonstop denken, ne? Yeah? Ja. Sie Hand Sand weg. Ne? Jetzt? Probieren. Schlecht. Schlecht. Gucken. Messer hier, ne? Ja. Warum? Diese gut, ne? Gut. Aber später, Linde, du machen hier. Roman ist Pole. So wie alle hier. Ja, zu lange, ne? Da muss ja, also jetzt umso abschneiden. Bisschen hier, ne? Abschneiden. So? Nur 1 Zentimeter oder 2. So? Okay, gut. Ja. Na, noch ein bisschen, oder? Ja, ein bisschen. Okay. Ja, 10 vor 10. Mhm. Gut. Mhm. Diese Frau fertig, ja? Es ist kalt, die Nase läuft und das Kreuz tut weh. Dabei ist es gerade 10 Uhr morgens. So eine Spargelreihe ist 500 Meter lang und kein Ende in Sicht. Komm auf, za mną. Moja, druga moja i trzecia jego. Roman arbeitet die ganze Erntesaison durch. 6 Monate ist er weg von seiner Familie. Roman spart auf ein eigenes Haus. 1, 2, 3 Kaffee, ne? Kaffee hier, Wasser. Ich kaufe Platz, ja? Auf ein kleines Feld. Ein kleines Haus. Althaus. Ich muss jetzt reparieren. Später schön Garten. Mhm. Machen alleine alles komplett, später sitzen, gucken, Blumen. Mit Blumen? Ja, Rose, andere Blumen. Hallo, dzień dobry, dzień dobry. Oh nein, oh. Ja, muss probieren. Spargel auf Polnisch bedeutet fettig. Hm? Reicht. Oh, danke. Dankeschön. Ja.
Vier, der hat vier Töchter. Mhm. Und die müssen bekocht werden. Die essen Spargel. Spargel. Deutscher Spargel. Mein Fuß ist Schmerz, diese Seite. Wojtek tut der Fuß weh. Nur wo genau, darüber streiten die Männer den ganzen Abend schon. Oi, 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 ganz Schmerz. Hast du wirklich Schmerz? Leider sagt mir das Pendel gar nichts. Olala. Was du denken? Ja. Du denken, links ist gut? Das ist gut. Mirek denken, links ist gut? Das ist gut. Was sie jak ist? Trzyma, jak to będzie. Czekowania rano będzie. Dankeschön. Ihr nehmt mich doch alle auf den Arm. To przez ciebie. Sechs Uhr früh fahren wir wieder raus aufs Feld. Auch an diesem Tag zieht sich die Arbeit bis zum Horizont. Hallo. Ładnie robisz, pięknie. Läuft's gut? Ja, gut, gut. No. Ja. Nie to inaczej. Auf dem Hof wird mittags polnisch gekocht. Wie jeden Tag. Neben mir sitzt Maria. Maria hat jetzt 2 Monate ununterbrochen Spargel geerntet. Ende der Woche geht es zurück nach Hause, nach Stettin. Freut ihr euch schon auf zu Hause? Freut ihr euch auf Polen? Ja. Hubert fährt auch mit. Ein guter Freund von Maria. Und das geht jetzt 3 Stunden so. Bis die Maschine nicht mehr kann. Zu schnell? Ja. 70% Auslastung. Ach so.
so mit Loch unten, es kommt hier rein. Das ist krumm und dicker. Hier krumm und dick und hier mit Loch? Mit Locher. Okay. Das ist Locher. Okay. Kein Loch. Ja, was ist mit sowas? Ale Małgosia, jest super maszyna, nie? Gdzie ją zatrzymujesz? Wycinę, to dobrze. No, dojedziemy do końca, my wam z Renatą... Ja też nie, no ale... A ja teraz... Ale się nie boję, ja po prostu... Alle hier kommen aus der gleichen Gegend in Polen. Vielleicht verstehen sie sich deshalb so gut. Nie biorę maszyny. Am Ende verstehe ich, es geht wieder um den Spargel. Geht ihr auch mit der Maschine Spargel stechen? Ja, mit der Maschine oder mit dem Wagen? Mit der Maschine? Nie zmienisz głosu filmu, zmienisz głos. Tylko te napisy czy coś tam. No to chcę subtitle włączyć, wiesz? Am Abend laden mich Hubert und Maria zum Fernsehgucken ein. Mamy Schrecka. Schreck? Ja. Weißt du, was ist das? Mhm. Schreck auf Polnisch. Viel mehr Abwechslung gibt es nicht. Małe Schrecki. Małe Schrecki? Kleine Schreck. Du weißt. Ich arbeite schon fünf oder sechs Jahre nach Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, gut ich sage. No. Das stelle ich mir schrecklich vor. Monatelang keine Privatsphäre. Mhm. Macht dir nichts aus? Naja, vielleicht. Schon, das ist normal. Ja. Privat ist nach Hause. Przyzwyczajenie. Verstehen? Nicht verstehen. Ist es okay oder nicht okay? Nicht okay. Aber muss. Hm. Laptop, neue Musik. No, no. Doda. Hast du ein Lieblingslied im Moment? Aber du hast gesagt, du hast eine Lieblingsband, eine polnische? Nein, ich habe viele. Maria war letztes Jahr gerade mal 17 Tage zu Hause. Ciężko idzie, bo. Kommen dir da nicht die Tränen? Ah ja. Am vierten Tag endlich mal kein Spargel stechen, sondern Küchendienst. Ganz schön große Zwiebeln auch. Ja, okay. Ohne Conny würden wir verhungern. Die sind ganz schön groß. Dusche? Małym. Ah ja. Das Messer ist klein, die Zwiebel ist groß. W to, mhm. To. Dass du das alles mit diesem Zwergenmesser hier schneidest. Oh. 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 Ale będziesz płakać, słyszysz? Linda. Ja, gleich. Ich halte sie schon extra weiter weg. Już, Conny kocht jeden Tag für alle Erntehelfer. Auch nicht einfach. Będziesz kroiła? Mhm. Okay. I takie paseczki. In
Paseczki. Takie. Okay. Ich muss es andersrum machen, weil ich Linkshänder bin. Aha. To już tak musisz wziąć. Genau. Ah, okay. Leworęczna. Leworęczna? No. Heißt Linkshänder? Leworęczna. Ja praworęczna, a ty leworęczna. Aha. Ja. No, no. Okay, gut. Und hast du dir schon mal in die Hand geschnitten? Mhm. Ja. Ach du lieber. No, nie mogę to wyczyścić. Ostry. Ja. I tam na tamten stół. Okej. Okay. Mhm. No, ein, zwei, drei, tam, na tamten. Mach ich. Nie mogę. Klemmt, ne? Ist das... Vielleicht die Dose mal drehen? Tak, ale tutaj to. Aha. Jetzt. Ha? Nie jeszcze. Nie? Ja, popsute. Scheiße. Chodź, no bo nie możemy dojść do ładu. Ja też nie umiem tak tym. Jest, czekaj. Nie, 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 trzeba włożyć. Czekaj, czekaj, czekaj. Łamiesz. Ja, pani. Und jetzt? Messer. Nożem, dawaj obtworzę. Mit dem Messer? Waga, waga. Hier wohne ich. Fünf Frauen in einem Zimmer und einem Bad. Trotzdem ist die Stimmung gut. Ich weiß. Ja, aber warum ist, Moment. Warum der Mond ist blau, Sonne rot? Weil die Sonne ein Stern ist? Nein. Wie, zu viel Mond gesehen. Aber Sonne viel gesehen auch. Die. Das verstehe ich nicht. Nie. Das ist Schart. Schart? Spaß. Spaß. Ach so. Warum, warum die Mond ist... Ach so, du erzählst... Ach so, okay, ein Witz. Ich muss kurz umschalten. Warum? Ist der Mond... Okay, warum ist der Mond blass? Das ist Mond. Das ist der Mond, der ist blass, ja. Das verstehe ich. Aber und die das Sonne ist Sonne. Rot ist rot, ist rot. Genau. Sonne gucke nach, auch das. Sonne rot. Aber Sonne viel gesehen mit Mond auch. Denken ein bisschen. Du musst denken ein bisschen. Das ist Spaß. Mond der viel Mond Nacht gucken, ne? Guckt nachts. Mhm. Ja, und viel guck. Aber so, Sonne, aber Sonne guckt nacht auch keine Rot. Dlaczego księżyc jest blady, a słońce czerwone? Bo jeżeli by słońce widziało tyle, co księżyc też by zbladło. Ich verstehe ten. Nie wiem, o co chodzi. A ty wiesz? Dlaczego księżyc jest blady, słońce czerwone? Bo ja by słońce widziało tyle, co księżyc, też by zbladło.
Heute muss ich wieder zurück auf den Acker. Dieses Mal sind es die Kartoffeln. Weź trochę zwolnij taśmę. Tym dość. No, dobra. Zielone, zepsute wszystkie, nie tylko kamienie. To też wszystko. Wszystko. Mir fliegt die ganze Erde ins Gesicht, ja. Beziehungsweise in die Augen. Du hast eine Brille, bei dir geht's. Kartoffeln ernten ist das eine, sagt Roman, aber nur Spargel bringt genügend Geld. Und der wächst nur bei gutem Wetter. Eine Jahre zurück, einen Tag 8-10 Tonnen Spargel. An einem Tag? Einen Tag. Und heute? Dzisiaj eine Tonne Spargel. So? Feige. Mirek spart für seine vier Töchter. Stopp. Ist alles gut. Gucken, okay. Und jetzt weiter? Weiter? Ja. Ah, nee. Ist es groß? Geht's dir gut heute? Okay. Ja. Mirek träumt von einem eigenen Museum. Zu Hause. In Polen. Und niemand soll Eintritt bezahlen. Sein Museum trägt er immer bei sich. Mammut Tisch. Zweiter Weltkrieg. Aha, ja, Anno. 45 Problem. I na las jest groß. Jak mit Detektor. Ach so, mit Metalldetektoren haben die Bomben gefunden. Und das sind die Kanonenkugeln. Metall, Steine, Holz. Das ist Holz. Ja, ja. Ganz schön viele Fotos. Też na meine Kollektion. Ist meine Kollektion. Da. A tu jeszcze jak na ten. Bist du das? Du bist in der Politik? Ja, a to minimal. Ja, bin ein Lokalpolitiker. Ja, hier, ale, Liste Nummer 19. Ja. Listenplatz 19. Ja, alle das. Guck an.
Kandidat do Rady Miejskiej. Tak, das ist das Rathaus. Już to kolegen, jak to się mówi, burmistrz. Wojcik. Aber du hast doch, du ist dein richtiger tak. Name Mirosław. Mirek, Mirek. Den Spargel hätte ich fast vergessen. So langsam wird mir klar, wie hart hier alle für ein bisschen Glück schuften. Am letzten Tag darf ich wieder bei Conny in der Küche arbeiten. Aber 15 Kilo Gulasch muss man auch erstmal umrühren. Ist gut. Ist sehr lecker. Sehr lecker. A jeszcze, jeszcze. Salz und Pfeffer fehlt noch? Pieprzu. Mhm. Nie? Pieprz. Pieprz. Mhm. Okay. Es muss nicht nur lecker sein, es muss vor allem auch reichen. Du lieber Gott, das ist ja so schwer, dass ich es kaum essen kann. Ah, Molly. Bitte? Mhm. Conny kocht zwar riesige Portionen, aber das Essen überlässt sie lieber den anderen. Hier sind ganz gute Sachen drin. Schuhe. Das ist dobre. Bigosz? Młodej kapusty. Das ist auch ein polnisches Nationalgericht, oder? Bigosz? Bigos. Ja, oder Bigos? Mhm. Kalorie, a jak? Ja, die haben weniger, die Pirogen. Ja. Guck, die haben 245 Kalorien und die haben 370 Kalorien. Ja. Das sind aber auch nur drei Stück. In drei Wochen fährt Conny wieder nach Hause. Dann kocht sie nur noch für sich und ihren Mann. Auch wieder hier drin. Ganz schön viele Diäten. Und vielleicht gehen die beiden auch mal wieder gemeinsam einkaufen. Das ist ein Fotomodell. Ja, ja. Die hat keine Pirogi gegessen. An meinem letzten Abend ist Fußballabend. Wir, also Polen, spielen gegen Griechenland. Für mich ist es der letzte Abend nach 7 Tagen unter Erntehelfern. Mirek und die anderen aber müssen morgen wieder raus aufs Feld. Ach übrigens, mittlerweile weiß ich, warum der Mond blass ist und die Sonne rot. Wenn die Sonne so viel gesehen hätte wie der Mond nachts, dann wäre sie auch blass.